Wenn Gott mir die Möglichkeit geben würde, noch einmal zu leben, würde ich nichts anders machen. Das Einzige, worum ich den Herrn bitten würde, ist, dass er mich in den Momenten, in denen ich außergewöhnliche Entscheidungen treffen muss, davon abhalten soll. Was heißt außergewöhnliche Entscheidungen? Wenn konkrete Gefahr droht, greife ich zur Waffe. Wie oft wurde auf Sie geschossen? Viermal haben Sie versucht, mich zu töten. Viermal. Haben Sie jemanden erschossen? Zum Schutz des eigenen Lebens oder der Ehre wegen. Wie in dem Fall, als ich zum zweiten Mal sitzen musste. Überall, wo es Interpol gibt, kann ich verhaftet werden. Das macht mich krank. Das ist die Sonne, die kann ich sehen. Mehr sehe ich nicht. Zum Meer kann ich nicht fahren. Ich kann nirgendwo hinfahren. Ich habe mich an ein luxuriöses Leben gewöhnt. Das liebe ich. Wahrscheinlich beneiden mich deshalb alle. Ich liebe den Luxus, auf großem Fuß zu leben, Geld auszugeben, wenn ich welches habe. Ich liebe gute Hotels und First-Class-Flüge, Privatjets. Und ich liebe es, auf einer Yacht unterwegs zu sein. Aber was soll man machen? Die lassen mich einfach nicht. The Russian Mafia. It spread to the West and it's thought they're selling nuclear secrets. 35% of heavy crime committed in Britain came from Russia. Die Russenmafia spricht Deutsch. Die Mafia ist glänzend ausgebildet und genießt offen politische Protektion. Son imágenes del registro de la casa del gran jefe de la mafia rusa. Cumpleaños del máximo capo en España de la mafia rusa en un hotel de Alicante cerrado para la ocasión. Die Russenmafia in Europa. Polizeiaktionen wie hier in Spanien 2008 sind selten. Jedoch werfen sie ein spektakuläres Schlaglicht auf die geheime Welt der organisierten Kriminalität. Aber was ist die Russenmafia eigentlich? Was ist ihre Geschichte? Was sind ihre Strukturen? Und wo liegen die Grenzen zu legalen Geschäften? Eine Zeitreise von den Straflagern Stalins bis heute. Als die Russen kamen, haben sie hier alles aufgekauft, was möglich war. Zum Beispiel solche Häuser hier. Sie stehen eigentlich niemals zum Verkauf. Sie werden von Generation zu Generation weitergegeben. Warum ich es gekauft habe? Weil es das abgefahrenste überhaupt ist. Churchill hat hier gewohnt, danach der ägyptische Prinz. Heute könnte mir dieses Haus 70 Millionen Euro einbringen. Nein, für mich ist es einfach eine Oase. Leonid Bilunov, geboren 1949 in der Ukraine. Aufgewachsen in einem Spezialinternat des KGB. Schulbesuch bis zur 6. Klasse. Viermal verurteilt. Insgesamt 18 Jahre im Gefängnis. Heute Multimillionär. Lebt seit Mitte der 90er Jahre in Frankreich. Das hier, das bin ich. Hier ist mein kleiner Bruder. Das sind Kolja und meine Mutter. Warum sind so wenige Kinderfotos erhalten? Wer sollte sie denn aufbewahren? Sportinternat, Kinderheim, Gefängnis. Wir hatten damals andere Sorgen als Fotos. Ich war 14 Jahre alt und wollte auf der Straße etwas zu trinken holen. Da kam eine Gruppe junger Leute daher, vielleicht 4, 5 Jahre älter als ich. Wir kamen ins Gespräch. Und damals habe ich erfahren, wie einfach es war, Geldabholer zu überfallen. Sie trugen nicht immer ihre Waffen bei sich. Die zwei Typen rissen die Tasche aus den Händen von den Geldabholern und warfen sie mir über den Zaun. Sie liefen weg. Ich natürlich auch. So begann meine Heldengeschichte in den sowjetischen Lagern. Ja.
nein. Brilov. Brilov. Schau mal, wie schön das ist. Italienische Epoche. Gefallen Ihnen meine Bilder? Was sagen Sie? Das hier ist die holländische Epoche. Gehen wir weiter, ich zeige es Ihnen. Louis Vuitton. Sind Sie glücklich im Leben? Naja, Sie sehen doch, ob ich glücklich bin oder nicht. Wenn es nicht der Fall wäre, würden Sie mich dann interviewen? Alemjan Tokhtakhunov, Multimillionär. Nach dem Ende der Sowjetunion lebte er lange Zeit in Westeuropa. Geboren 1949 in Usbekistan. Abschluss der Mittelschule, dreimal verurteilt. Insgesamt 5 Jahre Gefängnis. Meine Eltern waren Ärzte von Beruf. Leider sind sie zu früh verstorben, Gott hab sie selig. Bis zu meinem 20. Lebensjahr spielte ich Fußball. Dann habe ich angefangen, Karten zu spielen. Die Löhne betrugen damals rund 100 bis 200 Rubel. Wir spielten um 50 bis 100.000 Rubel. Das waren unsere Einsätze beim Kartenspiel. Vitali Djomotschka, geboren 1967 in Ussorisk, im fernen Osten Russlands. Schulbesuch bis zur 7. Klasse. Ich wollte gerade mein ganzes Magazin abballern, verdammt nochmal. Heute lebt er in Moskau. 4-mal verurteilt, 12 Jahre Gefängnis. Was ist los? Brauchst du Medizin? Mein Geschwür. Geschwür? Ja, ein Geschwür. Wenn du im Gefängnis sitzt, bekommst du an einem Tag etwas zu essen, am anderen wieder nicht. Mein erstes Fahrrad habe ich mit 8 Jahren geklaut. Und das war mein krimineller Einstieg. Mit 10 wurde ich bei meinem ersten Einbruch erwischt. Einige Klassenkameraden habe ich damit reingezogen und ging schon damals zu Raubüberfällen über. Mit 18 wurde ich ins Gefängnis gesteckt. Damals hatte ich überhaupt noch keine Ahnung, was Wohlstand ist. Die weltweit größte Anzahl von Strafgefangenen gibt es in Russland. Auf je 100.000 Einwohner kommen 600 Gefängnisinsassen. Jeder 4. erwachsene Mann ist ein ehemaliger Strafgefangener. Ein berühmtes russisches Lied sagt, das halbe Land saß ein, die andere Hälfte wartete. In russischen Gefängnissen existieren eigene Gesetze, die sich weder unter der Kontrolle der Gefängnisverwaltung befinden, noch von irgendjemandem sonst. Das ist eine Welt für sich, ein ganz anderes Leben, verbunden mit Erniedrigungen, Würde und Ängsten. Ich habe gelernt, Menschen zu durchschauen, mir im Laufe der Zeit sehr gute Menschenkenntnisse angeeignet. Manchmal sind die Beziehungen dort viel reiner, viel intensiver als in der Freiheit. Der Mensch, der ein Kind missbraucht oder getötet hat, der hat dort keine Chance zu überleben. Wenn ein Typ beispielsweise im Lager zu dir sagt, fick dich, und viele haben das gehört, dann muss man einfach zum Messer greifen. Sonst hören sie auf, dich zu respektieren. Ich meine, Menschen, die sich selbst respektieren, antworten darauf mit Taten. Das erste Mal passierte es im Kindererziehungsheim. Der Gefängniswärter sorgte für Ordnung. Er hat viele von den Kindern misshandelt. Wenn wir dort zu Hunderten marschieren mussten und jemand aus dem Rhythmus kam, dann gab es richtig Prügel. Er hat überall hingeschlagen, an jedes Körperteil. Das war ein Schock für mich. Der Typ hat mir alle Knochen gebrochen und als er fertig war, hat er mich genommen und mich war weich wie Butter und er hat mich durch das Fenster geschmissen. Allen wurde klar, wir müssten dagegen etwas unternehmen. Ich habe in der Schmiede gearbeitet und eines Tages spürte ich, dass sich diese eine Hand auf meine Schulter legte. Ohne lange zu überlegen, nahm ich die Zange, die mehrere tausend Grad heiß war, packte ihn und schlug mit der neben mir liegenden Brechstange so lange zu, bis er tot war.
Aber ich habe nicht ihn getötet. Ich habe meine Angst getötet. Vielleicht bin ich dort böser geworden, vielleicht auch erfahrener. Habe auf manche Sachen nun anders geschaut. Ein guter Knastbruder bin ich, oder? Dreimal verurteilt. Einmal für Schmarotzertum, einmal für ein Passvergehen, ein drittes Mal für Bestechung bei der Vergabe olympischer Medaillen. Einfach sagenhaft. Legendär. Ich kam also ins Gefängnis bei Jitomir. Da gab es einen Major namens Machno. Er sagte, hier werden Sie täglich 26 Stunden geprügelt. Ich fange als Erster an. Und ein Fähnrich zählte auf Dzhvyaginze. Danach kommt er zu mir. Ich habe ein kleines Kreuz aus Aluminium, welches ich aus einer Druse gemacht habe. Was ist das, fragt er. Als er nach meinem Kreuz hingreifen will, packe ich ihn an seiner Hand wie aus der Pistole geschossen. Keiner hat so eine Reaktion erwartet, alle waren baff. Und plötzlich sagt der Fähnrich zum Major, während er meine Akte liest, besonders gefährlich, beherrscht die Nahkampftechnik, wie kein anderer. Machno schaute mich kurz an und geht weiter zum Nächsten. Er will ja ungestraft schlagen. Und da kommt plötzlich ein Typ, der ihm ein Auge rausschlagen, ihm den Hals zerfetzen oder so in die Niere schlagen kann, dass er in einem... Was kann er mit mir schon machen? Danach wird es ihm auch nicht besser gehen. In den Gefängnissen und Lagern, praktisch überall, herrscht bis heute das Gesetz der Diebe. Die 30er Jahre in der Sowjetunion. Millionen Menschen werden in ein riesiges Gefängnis- und Lagersystem verbannt, verurteilt wegen angeblicher politischer oder krimineller Taten. Alles nach dem Willen des Diktators Stalin. Nur dort im Gulag existiert die einzige echte Oppositionsbewegung des Landes, die kriminelle Unterwelt. Man lebt nach einem ganz eigenen Verständnis und ungeschriebenen Gesetzen, die das Leben der Verurteilten regeln und beherrschen. Tätowierungen werden zum Unterscheidungsmerkmal, zeigen die Zugehörigkeit zur kriminellen Welt. Durch sie wird vieles über das Leben eines Menschen erfahrbar. Wie viele Jahre hat er gesessen und wofür? Seine Beziehung und Haltung zum System und seine Stellung in der kriminellen Hierarchie. Wenn ein Mensch mit einer markanten Tätowierung an einen bestimmten Ort kommt, verstehen alle, wer er ist. Jedes Motiv hat eine große Bedeutung und zeigt das Potenzial des Menschen. Es zeigt, wer er ist und was er darstellt. Und welche Bedeutung hat Ihre? Keine Loyalität zu den Gefängniswärtern. Solch eine Tätowierung auf den Knien mit Sternchen bedeutet, dass ich niemals vor den Machthabenden in die Knie gehen werde. Vor allem in den Gefängnissen werden zu jener Zeit Anführer eines ganz neuen Typus geboren. Diebe im Gesetz, die Könige der kriminellen Welt in der Sowjetunion. Wer genießt im normalen Leben die höchste Autorität? Der Präsident, richtig? In der kriminellen Welt gehört die höchste Autorität dem Dieb. Die Gesetze der Diebe sind sehr einfach. Kein Verrat, keine Zusammenarbeit mit den Behörden, keine Familie. Und sehr wichtig, gute Nachfolger heranziehen. Die Idee war folgende. Keine Familie, kein Business, nichts. Kein eigenes Geld, keine Arbeit, keine Wohnung, kein Wohnsitz. Um ehrlich zu sein, ich habe mich bis heute nirgends angemeldet.
Ich habe niemals gearbeitet, nie. Etwas war in mir drin, was ich vielleicht bis heute nicht ganz verstanden habe, aber intuitiv wusste ich, dass ich für keinen arbeiten muss. In der Sowjetunion sind die Diebe im Gesetz und die sogenannten Autoritäten, also die Bandenchefs, strenge Bewahrer krimineller Traditionen. Sie sorgen für Ordnung in den Gefängnissen und für die gerechte Lösung von Konflikten. Sie sind in ein Gefängnis geraten. Sie sind kein Dieb, keine Autorität. Und stellen Sie sich vor, es gäbe dort keine harte Hierarchie. Und nun kommen zu Ihnen zwei Typen, die wegen weiß Gott was sitzen und sagen, du da, pass mal auf, ab jetzt gibst du uns das und dies und jenes. Menschen, die so etwas tun, werden dafür entsprechend bestraft. Die Mission eines Diebes ist die eines Abgeordneten. Verstehen Sie? Im Grunde geht es darum, dem Volk zu helfen. Im Gefängnis wird der Nachwuchs herangezogen. Jede Autorität sucht da für seine künftigen Pläne die richtigen Leute. Naja, ich habe das auch gemacht. Am 26. Mai wurde einer der ersten Ministerratsbeschlüsse der UdSSR über die individuelle Arbeits- und Handelstätigkeit verabschiedet. Ich habe eine Anweisung gegeben. Folgen Sie diesem Beschluss. Die Perestroika-Politik Gorbatschows sorgt zunächst für noch mehr Mangel und noch größere und schnellere Verarmung in der Bevölkerung. Noch gibt es keinerlei Privatwirtschaft. Produziert wird ausschließlich staatlich. Erst ein Gesetz über die Gründung von Kooperativen erlaubt plötzlich private Initiative und privaten Handel. Wie Pilze schießen nun kleine Geschäfte, Genossenschaften und Firmen aus dem Boden, um die riesige Nachfrage etwa nach Kleidung und Lebensmitteln zu befriedigen. Der erste solche Ort in Moskau war der Rigaer Markt. Als man den Genossenschaften erlaubt hat, am Wochenende zu handeln, mit Jeans und allem möglichen Krimskrams, da begannen kräftige Jungs, sich dort zu gruppieren. Im Grunde war dieser Markt in Moskau der Geburtsort der Schutzgelderpressung. Und da es Ende der 80er Jahre eine Menge wohlhabender Menschen gab, wurde dementsprechend auch die Zahl derer größer, die sich auf ihre Kosten bereichern wollten. Das waren dann wir, die Banditen. Die frisch gebackenen ersten russischen Privatunternehmer und Geschäftsleute lernten ein ganz neues Wort kennen: Najest. Der gezielte Angriff von Schlägertrupps, um Geld zu erpressen. Beginn der Karriere von Vitali Djomutschka und seinen Freunden. Weißt du, wie ein Najest funktioniert? Der eine macht Druck, der andere. Ja, genau. Einer ist der Böse, der andere der Gute. Bei uns war es anders. Der eine war böse und der andere schlimmer. Die Tür geht auf und gleich mit dem Schlagring ins Gesicht. Kein Gesicht, das war's. Tot. Andere Situation. Wir kommen in ein Büro, ja? Hier sitzt der Schuldner. Er selbstsicher. Und was wollt ihr? Nichts. Dann verpisst euch. Bam, der erste Schlag. Er schreit, wird aber von uns festgehalten. Bam, der zweite Schlag. Sein Kopf an die Wand gedrückt und mit der Tischkante angepeilt. Wir nageln dich jetzt fest, oder du gibst uns die Kohle. Ihr kriegt das Geld, das reicht. Haut endlich ab. So, ja. Und ich dachte, du erzählst über die 90er Jahre. Wenn solche wie du reinfliegen und zuschlagen, da braucht man gar keine Nägel. Du kriegst auch so alles. Für 1000 Dollar haben wir noch ganz andere Sachen gemacht. Ich schwöre es. Einer meiner Klienten, der hatte immer eine Gartenschere und einen abgeschnittenen Finger bei sich. Er hat sie rumgezeigt, diesen Finger und die Schere, nach dem Motto, ich werde dir auch gleich den Finger abschneiden, wenn du nicht sofort zahlst. Jeder musste seine eigene Nische finden. Mit zivilisierten Methoden hatte das nichts zu tun. Mein Name wurde in den Justizbehörden mit Bandit assoziiert. Damals gab es noch kein so elegantes Wort wie Mafia. Ende der 80er Jahre ist Artyom Tarasov einer der ersten Privatunternehmer. Und er ist der allererste, der öffentlich zugibt, Millionär zu sein. Viele andere damals schon Reiche verheimlichen ihren halblegalen Erfolg lieber. Ich war schon zu Sowjetzeiten unternehmerisch tätig.
Da habe ich alle möglichen illegalen Geschäfte gemacht. Ich hatte auch Beziehungen in diese Kreise. Alle waren Betrüger. Legal war ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter beschäftigt. Wir haben uns überlegt, wie wir Computer einführen könnten, und in 3 Monaten haben wir um die 100 Millionen Dollar verdient. Beim Geschäftsmann ist es so ähnlich wie eine Kuh zu melken. Das ist meine Kuh, ich melke sie. Im Jargon der Diebe sagte man einfach, mein Geschäftsmann. In den 80er Jahren haben wir nicht Verteidiger und Angreifer gespielt. Wir sind einfach zu den Geschäftsleuten hingekommen und haben sie mit Drohungen oder sogar mit Gewaltanwendung überzeugt zu zahlen. Wir haben einfach gesagt, du wirst zahlen. Und das war's. Alexander Gurov ist damals bei der sowjetischen Polizei. Die Beamten sind mit der rasanten Entwicklung des Verbrechens überfordert. Unter Gorbatschow wurde zum ersten Mal in der Geschichte der Sowjetunion in einem geheimen Dokument von Formen organisierter Kriminalität gesprochen. Drei Tonnen wiegt das hier alles. Wurde per Flugzeug hergeschafft. Alles Handarbeit. Leg mal was darunter, damit wir uns hinsetzen können. Alles ging den Bach runter. Alle betätigten sich in irgendwelchen Genossenschaften. Ich hatte von all dem keine Ahnung. So bin ich in den Urlaub nach Deutschland gefahren und dort geblieben. Als Dr. Kunov nach Deutschland kam, wurde er anfänglich tätig im Bereich des Sportmanagements, hat aber dann relativ nach kurzer Zeit schon begonnen, große Investitionen in verschiedenste Firmen zu unternehmen. Jemand hat der deutschen Polizei Angst gemacht, dass jetzt irgendwelche russischen Banditen kommen und so weiter. Davor hatten sie am meisten Angst. Vor dem Business oder Ähnlichem hatten sie keine Angst. Also haben sie mich ständig abgeholt. Nicht vorgeladen, nein, abgeholt. Wissen Sie, was für ein Lärm 5 Uhr morgens gemacht wurde? Ich wollte schon auf dem Balkon nachsehen. Wird hier jemand abgestochen oder was? Das ganze Haus bebte, während sie mir die Haustür eintraten und schrien, Hände hoch, mit vorgehaltener Maschinenpistole und Taschenlampen, um Gottes Willen, was für ein Zirkus. Alim San, Tochter Tunov, der auch als Spitznamen der Taiwaneser heißt, ist eine Person, die als organisierte Einflussgröße der russischen Kriminalität den deutschen Behörden schon seit den 90er Jahren bekannt ist. Mach das Fenster nicht kaputt, Sascha. Sind die Fenster hier etwa gepanzert? Ringsum überall. Wie ich es dir schon sagte, Reiche sind nirgendwo beliebt. Und sehr Reiche noch viel weniger deswegen. Hier hängen sehr teure Kunstwerke. Aber das Wichtigste sind nicht die Kunstwerke. Das Wichtigste ist, dass hier meine Kinder sind, meine Familie. Könnte ich diese Tür öffnen? Nein. Mit meiner Hand öffnen? Nein, das geht nur mit meiner Hand. Das alles hier ist gepanzert. 5 Tonnen. So etwas steht hier normalerweise in der Bank. Die Banktüren haben 2 Magnete, wir haben 4. Hast du das Geräusch gehört, ja? Pass auf, ich fliege nach Ossorisk. Die Tickets sind bereits gekauft, ich weiß sogar, welchen Sitzplatz ich habe. Und plötzlich peng. Ich sitze zu Hause, das Telefon klingelt. Hör zu, du wirst von der Kriminalpolizei gesucht. Du und noch 5 andere Jungs. Da habe ich aber die Arschkarte gezogen, verdammt. Das war am Freitag, den 13. Freitag, den 13. Was wirst du jetzt machen? Also ich habe bereits die richtigen Leute angeschaltet. Dafür muss ich viel Kohle zahlen, in Ossorisk.
Alles regelt sich wie gehabt. Geld löst alle Probleme, wenn man welches hat. Ja, genau. Ein enger Vertrauter von Vitali Djomotschka ist Edik, sein Stellvertreter in allen Fragen vor Ort in seiner Heimatstadt Ussurisk. Ja, ich war mal kurz abwesend. Ständig diese Anrufe, und du weißt ja selbst, man kann nicht alles sagen. Hast du mit deinem Anwalt gesprochen? Kann er mich begleiten, wenn ich da bin? Natürlich, natürlich. Ich warte auf dich, ja? Alles klar, ja. Wie viel sagte er? Mir wurde gesagt, 1.000 pro Tag. Aber du... 1.000. 1.000. Du erwähne nicht meinen Namen. Hör mal, $1.000. Ja. Okay, pass auf dich auf. Wir warten. Okay, bis später. Alles klar, ich umarme dich. Bin schon weg. Er wollte schon los. Und jetzt ist er bei der Polizei zur Fahndung ausgeschrieben. Nun überlegen wir, wofür denn? Die Leute kamen ja selbst zu ihm und haben nach Hilfe gesucht. Es gab also wirklich Situationen, wo die Polizei einfach machtlos war, richtig? Der Einzige, der helfen konnte, war Vitali. Selbst heute wendet man sich an Vitali. Die Stadt, in der Vitali Djomotschka aufgewachsen ist, liegt mitten im Gebiet Primorje, nahe der chinesischen Grenze. Durch Ussurisk führen alle Wirtschafts- und Transportwege der Region. Anfang der 90er Jahre stiegen daher viele junge Männer in das seinerzeit einträglichste Geschäft ein: Schutzgelderpressung. Bis heute bleibt es jedoch auch das gefährlichste Geschäft. Irgendwo hier ist Knut, unser Freund, beerdigt worden. Ich war zur damaligen Zeit nicht in der Stadt. Und jetzt können wir das Grab nicht finden. Echt scheiße. Noch vor 2 Jahren haben die Menschen hier Kartoffeln geerntet, stimmt's? Hier, Serioga Banzai, der war früher Statthalter bei uns und ist dann Businessman geworden, wie man heute so sagt. Er wurde erschossen. Guck mal, da ist Leonja Bertik. Das hier ist Emes. Er war bei uns Direktor der Spirituosenfabrik. Er wurde ebenso erschossen, da ist sein Grab. Hier ist Ruth, Mikhail Nikolajewitsch, erschossen. Beim Angriff wurden auch viele andere Jungs getötet. Das war erst kürzlich. Vasya, ein guter, sehr angesehener Mensch, erschossen. Ein guter Mensch, der jedem helfen konnte, der was brauchte. Das hier ist Gusev Sergei Ivanovich. War auch ein guter Mensch, auch erschossen. Naja, und hier ist nun Bondara Anatoli, der Bruder von Vitali. Ist auch erschossen worden. Ist eigentlich eine kleine Stadt hier, aber es sieht aus, als wäre es Chicago. Geradeaus, weiter, weiter. Guck mal. Weiterfahren. Na los, fahr. Rechts halten, hier kannst du wenden und parke irgendwo dort um die Ecke. Das Häftlingslager in der Nähe von Ussurisk wird streng bewacht. Bewaffnete Soldaten sollen sofort scharf schießen, wenn ein- oder ausgebrochen wird. Für Edik und seine Freunde kein Problem. Kriminelle Bosse verfügen über viel Macht innerhalb der Gefängnisse. Die Lagerverwaltung macht ihnen besondere Zugeständnisse. Sie können sich überall frei bewegen. Jede Herde braucht einen Hirten, sonst entsteht Chaos. In jedem Lager gibt es eine Aufsichtsperson von uns, weil man die Menschen lenken muss. Der Staat kann die Lager nicht ernähren. Also wendet sich die Gefängnisverwaltung ständig an uns. Und wir bringen dann Lebensmittel, um zu helfen. Jede kriminelle Gruppierung hat ihren eigenen Abschak, eine Kasse für gegenseitige Hilfe. Mit dem Geld aus diesen Kassen werden die Häftlinge in den Lagern und Gefängnissen materiell unterstützt.
Ein weiterer Teil des Geldes wird benutzt, um die Wachen, Richter und andere Beamte zu bestechen. Die gemeinsamen Kassen wurden durch Geldabgaben aus Diebstählen bei reichen Geschäftsleuten und anderen kriminellen Aktivitäten gefüllt. Bald sind die geheimen Kassen der Verbrechergruppen gut gefüllt, dank großer Gewinne aus der Schutzgelderpressung. Die kriminelle Welt in der untergehenden Sowjetunion realisiert schnell, dass diese Gelder neu investiert werden sollten, um noch mehr Gewinne zu erreichen. Passend dazu wird in Russland ein Gesetz über das neue Bankensystem erlassen. Die ersten russischen Banken beginnen nur mit einem Computer, einem Tisch und einem Stuhl. Dafür übersteigt ihre Anzahl alle vernünftigen Grenzen. Zu Beginn der 90er Jahre gibt es mehr als 3000 von ihnen. Ich war damals einer der Ersten, der in der Sowjetunion eine Bank gegründet hat, aber ich wollte, dass mein Name dabei nicht genannt wird. Immerhin gab es damit Assoziationen nach dem Motto, ich würde dort als Krüscha, als Dach auftreten. Es gab keine einzige Bank ohne kriminelles Geld, ohne kriminellen Einfluss. Manche Vizepräsidenten waren kriminelle Autoritäten, rechtmäßig Verurteilte. Ein weiteres Wort aus der kriminellen Sprache wird im neuen Russland immer wichtiger. Krüscha, wörtlich das Dach. Der Schutz eines Unternehmens durch Kriminelle vor anderen kriminellen Banden. Und die Geschäftsleute müssen dafür zahlen. Ein Dach schützte in jenen Jahren vor der Willkür der Behörden, ist ein gewichtiges Argument in Verhandlungen mit Konkurrenten und hilft, ausstehende Kredite, wenn nötig, gewaltsam wieder einzukassieren. Keiner will zahlen. An das Geld muss man trotzdem ran. Aber wie? Wir nahmen einen Penner, gaben ihm zu essen, frisierten, wuschen ihn, kleideten ihn in einen Anzug und brachten ihn zu den Schuldnern. Wir sagten ihm, du sollst einfach nur immer verneinend mit dem Kopf wackeln. Er meinte, gut, alles klar. Und wir fragten, wirst du zahlen? Nein. Wirst du zahlen? Nein. Okay, paff. Schon rollte der Kopf. Alle sind wie versteinert. Wer nicht zahlen will, dem wird es genauso ergehen. Und die Leute haben gezahlt. Du, pass auf, verplapper dich nicht. Es haben sich nur diejenigen geweigert, die noch nicht wussten, dass man zahlen muss, dass es so Brauch ist. Sie wurden dementsprechend bearbeitet. Wir machten ihnen zusätzliche Probleme. Manchmal wurde auch ein Brand gelegt. Wir hatten auch solche Episoden, als man vor unsere Bank Leichen ankarrte, sie vor dem Gebäude liegen ließ und uns auf diese Art und Weise warnte. Die Geschäftswelt hat sich mit ihnen geeinigt. Und wer sich nicht geeinigt hat, der ist nicht mehr am Leben. Je stärker und einflussreicher der Schutz durch eine kriminelle Gruppe ist, desto größer die Überlebenschancen des jeweiligen Unternehmers. Denn es ist eine Zeit der Gesetzlosigkeit im neuen Russland und die Staatsmacht erweist sich als schwach. Alles Wichtige wird durch Leute mit Autorität entschieden. Man ist zu respektablen Leuten gegangen, zu den Autoritäten und fragte, helfen Sie uns, das zu regeln. Sie setzten sich zusammen und klärten alles. Wenn man sich einig war, hat das Wort ausgereicht. Handschlag und das war's. Man brauchte keine 1000 Unterschriften. Man hat auf der Basis des Ehrenwortes gearbeitet. Und heute wird das noch so gemacht, wenn man sich gegenseitig kennt. Die Menschen kommen auch mit Geschäftsfragen zu Ihnen. Auch mit Geschäftsfragen kommen sie. Ich helfe, warum denn auch nicht? Wenn die Leute der Meinung sind, dass mein Rat der richtige ist. Warte, komm her, das ist doch, meine Güte, das, verdammt, das ist ganz selten, leg das bitte ins Auto. Das und das auch. Eine Autorität, das ist ein korrekter Mensch. Man glaubt ihm, man vertraut ihm und er hat ein Gewissen. Das, was gesagt wird, wird getan. Das lukrative Geschäft mit dem Schutz für Banken, Firmen oder gar Casinos wird zunehmend aufgeteilt. Zwischen Verbrechern und korrupten Polizisten, deren normales Gehalt häufig nicht zum Leben ausreicht.
Manche Geschäftsleute waren damals unter dem Dach der Polizei. An den einen haben wir verdient, an den anderen die Polizei. Sie sagten es uns auch ganz offen. Das sind unsere Leute, lasst sie in Ruhe. Und wir werden euch in bestimmten Fällen, wenn ihr es nicht übertreibt, auch in Ruhe lassen. Ein Teil der Polizei beschützte gegen Geld das Bankensystem. Als das immer lukrativer wurde, begannen da richtige Erpressungen. Sollte jemand angeklagt werden, passierte das, musste jemand getötet werden, ebenso. Beide Schutzgruppierungen versuchen sich nicht in die Quere zu kommen. Manchmal aber muss die Konkurrenz aus dem Weg geräumt werden. Einmal kam ein Polizeiwagen vorgefahren. Ich wurde mitgenommen, Handschellen dran und ins Auto. Wir fuhren in den Wald. Dort sollte ich umgebracht werden. Das haben die mir schon im Auto gesagt. Eine Kugel im Lauf und die Pistole am Hinterkopf. Ich in Handschellen. Da habe ich ins Lenkrad gegriffen. Wir sind mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Naja, die sind ums Leben gekommen. Hätten Sie an meiner Stelle eine andere Möglichkeit gesehen, zu überleben? Ich nicht. Anfang der 90er Jahre beginnt in Russland die große Privatisierung der Staatsbetriebe. Milliardenschwere Fabriken, Öl- und Gaskombinate werden zu Billigstpreisen verkauft. Im Kampf um die Aufteilung dieser Besitztümer schalten sich hunderte krimineller Banden ein. Bald kontrollieren diese über 4000 Betriebe. Schon damals arbeiteten junge Geschäftsleute und die Diebe im Gesetz zusammen. Bestimmte Betriebe standen komplett unter ständiger Kontrolle der Diebe. Für das tägliche Geschäft engagierten sie wiederum richtige Manager. Das Ding hier ist aus Blei. Die hatten ja früher keine Kühlschränke. Also legten sie das Eis da rein und das Blei hat es gehalten. Dieses Kühlschränkchen hier ist 300 Jahre alt. Menschen, die in Russland ernsthafte Geschäfte treiben, machen das immer am Rande des Abgrunds. Plötzlich sehen sie, auf ihrem Territorium hat sich ein Bankier niedergelassen oder ein Ölunternehmen, was auch immer. Natürlich wollen sie daran teilhaben. Damals herrschte ja Vogelfreiheit. Kämpf und nimm es dir. Es ist umsonst. Du musst nur jemanden umbringen. Erst bringst du den Direktor um, dann kriegen die anderen Angst und verkaufen dir ihre Anteile für nichts. Die Händler und Geschäftemacher der Perestroika-Zeit entwickeln sich in wenigen Jahren zu Oligarchen, die ganze Industriezweige besitzen. Um ein richtiger Oligarch zu werden, braucht man beste Kontakte zu den Spitzen des Staates. Aber auch diese Verbindungen helfen nicht, das Dach, also den Schutz durch eine Verbrecherbande, zu vermeiden. Sie haben mir die Frage nach den Oligarchen gestellt. Hier kommt die Antwort. Jeder Oligarch muss zahlen. Ohne Dach ist er eine Null. Damit einer zu dem werden kann, was er heute ist, braucht er ein Dach, den notwendigen Schutz. Ich bin natürlich nicht der größte Löwe in der Wüste des Lebens, aber ich bin ein Löwe. Der Löwe muss niemandem zahlen. Hast du das jetzt endlich kapiert? Ich habe mein Geschäft, ich habe es selbst aufgebaut, ich habe es niemandem abgegeben und ich rate niemandem, es mir wegzunehmen. Auch im fernen Osten Russlands finden die organisierten Kriminellen schnell ihre besondere Nische. Das ganze Business zwischen dem Ausland und Russland war mit Kriminalität verbunden. Alle Einfuhren von Autos über Fisch und andere Waren kontrollierten die einheimischen Autoritäten. Ich konnte nicht anders, als mir auch ein Stück von diesem Kuchen zu nehmen. Die Gruppe um Vitali Djomotschka fordert unter Gewaltandrohung einen Wegezoll auf alle importierten Autos, die Ussurisk passieren müssen, um weiter in den russischen Westen zu gelangen. Wer nicht zahlen will, wird hart bestraft.
Ich habe damals das russische Lotto gestartet. Stellen Sie sich das mal vor, das ist Bargeld. Jede Woche 15 Millionen Dollar. Als Partner habe ich mir die tschetschenische Diaspora genommen, weil die Banditen Angst davor hatten, sich mit ihnen anzulegen. Vom Standpunkt der Diebe im Gesetz zum Beispiel haben sich die Tschetschenen nicht korrekt verhalten. Die Diebe und die ganzen anderen russischen kriminellen Elemente haben ja immer diese Treffen veranstaltet, Srotki, auf denen beraten wurde, wer Recht hat und wer nicht, wer welche Ansprüche erhebt, wer was wem versprochen hat und so weiter. Die Tschetschenen aber kamen auf diese Treffen und fingen sofort an zu schießen. Die Srotka, die Versammlung der führenden Autoritäten und Diebe. Nur ganz selten, wie hier im Sommer 2008 bei Moskau, gelingt es der Polizei, solche Treffen zu sprengen. Ort und Zeit werden von der kriminellen Gemeinschaft wie ein Staatsgeheimnis gehütet. Während einer Srotka werden Einflussgebiete neu abgesteckt, Konflikte besprochen. Hier getroffene Entscheidungen müssen unbedingt befolgt und umgesetzt werden. Für so eine Versammlung habe ich im Gefängnis gesessen. Ein Mann hat mich mit einem unannehmbaren Wort in unseren Kreisen beleidigt. Für das musste ich ihn gleich erschießen. Und was, wenn Sie das nicht so ernst genommen hätten? Dann hätte ich meine Autorität verloren. Und wäre schon nicht mehr der, der ich jetzt bin. Und heute? Schon wieder so eine schwierige Frage. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass mich jetzt jemand so nennen würde. Würde ich ihn heute umbringen? Früher bestimmt. Damals, als die Leute großes Geld verdient haben, lohnte es sich auch für dieses Geld jemanden umzubringen. Und einige wurden umgebracht. Der Dieb im Gesetz lebt und handelt nach den Gesetzen der Kriminellen. Der willkürliche Mensch dagegen lebt ohne jegliche Gesetze. Für den Willkürlichen ist es ganz egal, wen er plündert, wen er schlägt und wen er tötet. Das war unsere Konkurrenz. Und die Konkurrenz war groß. Also mussten wir eliminieren. Und so beginnt der Krieg in Russlands krimineller Welt. In den 90er Jahren suchen über 600 Verbrechergruppen und über 4300 Banden ihren Platz unter der Sonne. Doch der reicht dort schon nicht mehr aus. Auf den Straßen der russischen Städte wird nun mit Maschinenpistolen geschossen und mit Bombenexplosionen geantwortet. In wenigen Jahren dieses Krieges sterben tausende krimineller Autoritäten, Diebe im Gesetz und reiche Geschäftsleute. Die Verluste beim Fußvolk der Banden werden erst gar nicht gezählt. Damals gab es auf den Straßen Russlands Krieg, richtiger Bürgerkrieg. Die gewaltsame Aneignung von staatlichen Unternehmen, von Kombinaten, die Neuverteilung des Eigentums. Das war wie im Krieg. Damals existierte ein legendärer Nachtclub namens Harlekin. Zwei oder drei Besitzer des Clubs wurden erschossen. Und in diesem Club haben sich die Banditen der verschiedenen kriminellen Gruppen aus Moskau getroffen, die unter sich einen sehr blutigen Krieg führten. Im Club dagegen herrschte Waffenstillstand, da wurde gefeiert. Morgens aber ging der Kampf weiter. Hauptsache, die Frage wurde gelöst, erschießen oder in die Luft sprengen. Die Leute haben versucht, alles, was möglich war, zu privatisieren. Ein bestimmter Mensch kaufte Aktien fast umsonst ein. Keiner konnte ihm den Kauf abschlagen, sonst wäre er auf dem Friedhof gelandet. Dieser Mensch brachte persönlich mehr als 200 Menschen um. Ich wollte ihn auch umbringen. Naja, es hat was mit meiner Frau und dem Kind zu tun. Er hat das Auto, in dem meine Familie saß, vermint. Er wusste, wenn ihm dies gelingt, würde er mich völlig demoralisieren. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Killer gebraucht. Eines Tages habe ich ihn beobachtet. Er verbrachte fast jeden Abend in einem Stammrestaurant.
Es war Winter. Ich lag auf einem Dach mehr als 12 bis 14 Stunden lang. Es war kalt, sehr kalt sogar, dabei bin ich fast erfroren. Nun sehe ich über mein Zielfernrohr, wie er das Restaurant verlässt. Da die Polizei ebenso großes Interesse an ihm hatte, wurde er gleich, als er rauskam, überwältigt, festgenommen und durch den Hintereingang weggebracht. Und ich war dabei machtlos. Zum allerersten Mal habe ich geweint, weil ich nicht schießen konnte, ihn nicht töten konnte. Russland ist angeblich ein Teil von Europa, aber Russland ist brutaler und grausamer. Wenn ein Europäer seine Nische im Leben gefunden hat und pro Jahr 10% Zinsen auf sein Geld bekommt, dann ist er glücklich und zufrieden. Er schätzt das, was er hat. Russland ist in dieser Beziehung ganz anders. Als ich aus dem Gefängnis freikam, wurde überall getötet, weit und breit, vor meinen eigenen Augen. 2 Tage nach meiner Freilassung wurde mein Lehrer, er war auch Dieb im Gesetz, und einige Freunde umgebracht. Mich versuchten sie natürlich auch zu töten, aber ich konnte darauf antworten. Sie haben mich nach meinem Beruf als Anwalt der Mafia gefragt. Ich hatte einige Klienten, kriminelle Autoritäten. 12 davon habe ich geholfen, aus dem Knast rauszukommen. Alle 12 sind später ums Leben gekommen. Die kriminellen Autoritäten und Diebe im Gesetz werden auf den angesehensten Friedhöfen begraben. Nicht nur ihre kriminellen Kollegen begleiten sie auf ihrem letzten Weg. Auch Politiker, Schlagerstars und wichtige Unternehmer erweisen ihnen die letzte Ehre. Für mich Wodka. Und was willst du? Für mich Saft. Er trinkt aus Prinzip keinen Alkohol. Jeder Mensch soll seine Prinzipien haben. Ich habe dieses. Einer von uns muss nüchtern bleiben, um alle anderen kontrollieren zu können, wenn etwas passiert. Mögen Sie in Frieden wohnen. Hier in Moskau werden die meisten Toten in den naheliegenden Wäldern vergraben. In Ussurisk gibt es das Meer. Da ist es ja viel einfacher, ohne große Anstrengung einen Toten zu verstecken. In Chicago in den 30er Jahren hat die Mafia den Leuten schwere Gewichte an die Beine gebunden und fort damit. In Chicago wurden die Leute noch lebend ins Meer geworfen, bei uns nur die Leichen. Wir sind einfach humaner. Während des blutigen Krieges in der kriminellen Welt Russlands denken viele über einen sicheren Zufluchtsort nach, wo man besser und angenehmer überleben kann. Das Angebot an Russen jüdischer Abstammung zur Einbürgerung in Israel ist für viele die Lösung. Ich habe schnell begriffen, dass das Leben mit einem russischen Pass für mich schwer wird, da ich mein Visum immer wieder verlängern musste. Ich hatte eine Geliebte. Wir sind nach Israel gefahren, dort haben wir geheiratet und in Israel habe ich einen neuen Pass erhalten. Warum ich nach Israel gekommen bin? Weil es die Möglichkeit bot, sich frei zu bewegen. Ich mag es nicht, eingesperrt zu sein, ohne Visum damals. Diese Möglichkeit kam und ich habe wirklich schnell einen neuen Pass erhalten. Oh, ich bitte dich, verdammt, ich bitte dich. Weißt du das nicht? Braucht man dazu so viel Verstand? Nimm dir eine Jüdin und heirate sie. Und nach einem Jahr kriegst du einen Pass. Was glotzt du so blöd?
1997 wird in Israel ein hoher Beamter des Innenministeriums verhaftet. Mit seiner Hilfe hatten über 400 hochrangige Kriminelle und Diebe im Gesetz aus Russland einen israelischen Pass erhalten. Die Polizei nannte diese Operation russischer Roman. Geleitet wurde sie vom Polizeigeneral Moshe Mizrachi. Da haben wir erst mal lernen müssen, wie eine russische Verbrechergruppierung aufgebaut ist und funktioniert. Die Hierarchie, den Obschak, die gemeinsame Kasse, die Diebe im Gesetz. Wir haben das alles sehr in der Praxis lernen müssen. Für die war es hier vorteilhaft. Du bekamst damals einen israelischen Pass sehr einfach. Israelis werden außerdem nicht ausgeliefert. Und es gab hier noch keine geeigneten Gesetze gegen Geldwäsche zum Beispiel oder gegen organisiertes Verbrechen und so weiter. Auch die Schotki, die Versammlungen der kriminellen Spitzengangster, werden zum Teil in Israel abgehalten. Meist unter der Tarnung von Jubiläumsfeiern, Familienfesten oder Hochzeiten. Auf den Fotos immer mit dabei Leonid Bilonov. Ich kenne das alles. Ich war auch dort. Keine Angst. Niemand sieht mich und niemand hat mich gesehen und niemand wird mich sehen. Der Name Bilunov ist uns geläufig. Allerdings gibt es bei Europol ja keine weiterführenden Informationen zu den Aktivitäten dieser Person. Ich habe ein halbes Jahr in Israel gelebt, dann wurde mir aber klar, dieser Ort ist nichts für mich. Meine Frau ist gestorben, wir haben sie beerdigt und ich bin nach Paris gezogen. Insofern war diese Einbürgerungsaufforderung aus Israel leider auch mit dem Negativen behaftet, dass die russische OK das genutzt hat, um ebenfalls einen israelischen Pass zu bekommen, mit dem Ziel, dass eine Einreise in die EU mittels eines israelischen Passes wesentlich einfacher vonstatten geht als mit einem russischen Pass. Was haben Sie in Frankreich gemacht? Ich habe versucht, mich zu erholen. 8 Jahre lang? Ja, was ist schon dabei? Muss ich unbedingt etwas tun? Muss ich nicht. Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin spazieren gegangen, habe auf meine Gesundheit geachtet. Und mit den hübschen Mädchen geflirtet. Leonid Bilonov ist einer der ersten, die nach Westeuropa übersiedeln. Zunächst lebt er in Österreich. Nach einem Attentat auf ihn drängen ihn die österreichischen Behörden, das Land zu verlassen. Er geht nach Paris. Dort wird Bilonov Mitte der 90er Jahre vorgeworfen, einen Anschlag auf den russischen Präsidenten Jelzin während seines Frankreich-Besuches vorzubereiten. Wahrscheinlich eine Intrige von russischen Konkurrenten, um Bilonov auszuschalten. Das war mein Ex-Geschäftspartner, ein willensstarker und einflussreicher Mann in Russland. Er hatte sehr gute Verbindungen zu Jelzin. Bei der Durchsuchung meines Hauses sind Waffen und viele Reisepässe gefunden worden, mit denen ich durch ganz Europa reisen konnte. Zu dem Zeitpunkt war ich jedoch in Tel Aviv in Israel. Damit stand ich vor einem Dilemma. Wenn ich mich den französischen Behörden nicht stelle, bestätige ich die Anschuldigungen. Andererseits, wenn ich nach Frankreich komme, kann ich auch lebenslang bekommen. Aber natürlich bin ich dann zurückgekommen, da ich ja in allem unschuldig war. Und im Prozess wurde ich zur Bewährung verurteilt. Das Wichtigste ist, dass ich ja tatsächlich zu Jelzin eine Verbindung habe. So ein Buch besitzt nicht jeder Premierminister. Dieses Exemplar gehört persönlich Bilunov, Leonid Fjodorowitsch. Die Nummer des Buches ist 245. Unterschrieben persönlich von Jelzin. Was meinen Sie, habe ich mich nun an ihm vergriffen oder nicht? Das werde ich nie verstehen können. Vielleicht wollte ich ihn ja deswegen umbringen, weil er mir nur dieses Buch geschenkt hat und nicht mehr. Auch bei Alimjan Tokhtakhunov verläuft der jahrelange Aufenthalt in Paris der 90er Jahre nicht reibungslos. Ich konnte in Frankreich kein Bankkonto eröffnen. Wie kann man denn ohne Konto leben? Fragen Sie die Franzosen, diese Kinderschänder. Fragen Sie die, wie man 8 Jahre ohne Konto leben kann. Wie haben Sie denn gelebt?
Ich habe gelebt. Immer mit Bargeld bezahlt. Das Bargeld hat man mir aus Moskau gebracht. Dann wurde ich hinausgeworfen. Die mit mir verbunden waren, sie wurden Mafia genannt. Die Franzosen haben mich 15 Jahre lang abgehört und beschattet. Bonjour, cher ami. Allô, c'est possible bonjour aujourd'hui? Ich stand hier unter polizeilicher Verfügung wegen der Untersuchung dieses Falls mit dem Attentat auf Jelzin. Ich musste mich regelmäßig bei der Polizei melden und dort haben sich ein paar junge Leute an mich gewandt. Sie haben gefragt, wir wissen, welchen Einfluss sie haben. Könnten sie uns vielleicht helfen? Vier Franzosen werden in Tschetschenien als Geiseln festgehalten. Jacques Chirac hat Jelzin persönlich um Hilfe gebeten, ergebnislos. Jelzin konnte das Problem nicht lösen. Ich kannte dort jemanden, einen Tschetschenen. Er wurde dort sehr respektiert. Er hat mal mit mir im Gefängnis gesessen. Und damals gab es eine Situation, wo ich ihm das Leben gerettet habe. Und so hat er zwei Wochen später für mich diese Franzosen gefunden, lebendig. Und wir haben sie hier in Frankreich empfangen können. Diese Geiselbefreiung war eine der geheimnisvollsten der letzten Monate. Einzelheiten wurden nicht bekannt. Mich hätte man an erster Stelle gebeten, dieses Land zu verlassen, vorsichtig ausgedrückt, wenn es nicht diesen Tschetschenienkrieg gegeben hätte. Ich stand für Mafia, galt als der Schlimmste, der größte Bandit, als Kannibale. Ich habe vorgeschlagen, eine Eishockeymannschaft in Frankreich zu gründen. Dafür hätte ich mein eigenes Geld investiert. Wir gründen eine Mannschaft, ich gebe Geld und in 2 Jahren gewinnen wir den Europapokal. Dann wurde ich gefragt, was für mich dabei herausspringen soll. Ich habe gesagt, ich brauche nur eine Aufenthaltsgenehmigung für dieses Land, mehr nicht. Ich bekam jedoch eine Absage. Ich habe 8 Jahre dafür gekämpft, 8 Jahre. Mindestens einmal pro Jahr wurde ich aus dem Land rausgeschmissen, ich kam aber immer wieder. In diesem Kampf habe ich in Paris 10 bis 15 Anwälte beschäftigt. Einen für die Presse, einen für die Immigration, einen für die Steuerfragen, einen fürs Strafrecht. Ende der 90er Jahre. Langsam hört der offene Krieg um die große Umverteilung zwischen den verfeindeten kriminellen Gruppen auf. Diejenigen, die überlebt haben, wollen nun ganz legal in die Wirtschaft einsteigen und dort große Geschäfte machen. Ende der 90er haben wir verstanden, dass wir alle Fragen in Frieden entscheiden müssen und uns von der Kriminalität lösen müssen. Mit dem Alter werden die Leute etwas ruhiger und sie wollen den Rest des Lebens genießen, statt sich ununterbrochen in Gefahr zu begeben. Viele haben wir gebissen, bis es niemanden mehr zum Beißen gab. Ein echter Albtraum. Die legalen Geschäfte sind nicht so gefährlich und bringen mehr Geld. Bei unseren ersten Schritten in Richtung Legalisierung haben wir einen bewachten Parkplatz eröffnet. Aber am Anfang haben nur wenige Leute dort ihren Wagen geparkt. Wir haben deshalb bei vielen Autos die Scheiben angeschlagen, damit sie ihren Wagen auf unserem Parkplatz abstellten. Da haben sie ein einfaches Beispiel für die Vermischung von kriminellem und legalem Geschäft. Der Schutz durch ein Dach als Geschäftszweig war unproduktiv geworden. Alles wurde auf die andere Seite transformiert. Diejenigen, die mit dem Schutz ihr Geld verdient hatten, legten es nun in der legalen Wirtschaft an. Sie kümmerten sich um Fragen, die die normale Geschäftswelt nicht lösen konnte. Sie transformierten sich selbst und wurden zu gleichberechtigten Partnern in der Wirtschaftswelt. Das ist mein Businessman. Er war in Kiew, um unser Business zu kontrollieren. Und was für ein Business haben Sie dort? Bauunternehmen. Was bauen Sie? Was bauen wir, Marek?
Wohnhäuser, Bürogebäude, Handel mit Grundstücken. Wie läuft denn unser Baugeschäft? Du bist doch schon besoffen, hast dem Flieger zu tief in die Flasche geschaut, hä? Ich sehe es an deinen Augen. Wenn in den 90er Jahren die Banditen sich mehr gegenseitig umgebracht haben, so töteten sie ab der Jahrtausendwende mehr die Geschäftsleute. Denn die Banditen waren ja selbst Geschäftsleute geworden und besetzten die Nischen, die schon lange zu den Geschäftsleuten gehört hatten. Lisa, Schätzchen, du sollst mich einfach anrufen und sagen, Papa, ich möchte gerne gefahren werden. Lisa, von den öffentlichen Verkehrsmitteln sollst du dich fernhalten, wegen der Grippe. 2001 lebt Leonid Bilunov weiterhin in Paris. In Russland dagegen wird er verdächtigt, ein Attentat auf einen wichtigen Gouverneur organisiert zu haben, gemeinsam mit einem russischen Oligarchen aus der Aluminiumindustrie. Es ging darum, dass ich im Krieg war. Der Aluminiumkonzern, in dem ich meine Nische gefunden hatte, begab es sehr große Dividenden. Und der Konzern wollte mich irgendwie loswerden. Es wurden mir Dinge vorgeworfen, die ich selbstverständlich nicht begangen habe. Und sie versuchten, mich nach Russland ausliefern zu lassen. Ich musste mich also schleunigst legalisieren. Es war schon so weit gekommen, wo das Ganze für mich nur noch mit einem enden konnte. Mit dem Tod. Andererseits, wenn ich in den Knast gekommen wäre... Haben Sie jemanden erschossen? Zum Schutz des eigenen Lebens oder der Ehre wegen. Wie in dem Fall, als ich zum zweiten Mal sitzen musste. Überall, wo es Interpol gibt, kann ich verhaftet werden. Das macht mich krank. Das ist die Sonne, die kann ich sehen. Mehr sehe ich nicht. Zum Meer kann ich nicht fahren. Ich kann nirgendwo hinfahren. Ich habe mich an ein luxuriöses Leben gewöhnt. Das liebe ich. Wahrscheinlich beneiden mich deshalb alle. Ich liebe den Luxus, auf großem Fuß zu leben, Geld auszugeben, wenn ich welches habe. Ich liebe gute Hotels und First-Class-Flüge, Privatjets. Und ich liebe es, auf einer Yacht unterwegs zu sein. Aber was soll man machen? Die lassen mich einfach nicht. The Russian Mafia. It's spread to the West and it's thought they're selling nuclear secrets. 35% of heavy crime committed in Britain came from Russia. Die Russenmafia spricht Deutsch. Die Mafia ist glänzend ausgebildet und genießt offen politische Protektion. Son imágenes del registro de la casa del gran jefe de la mafia rusa. Cumpleaños del máximo capo en España de la mafia rusa en un hotel de Alicante cerrado para la ocasión. Die Russenmafia in Europa. Polizeiaktionen wie hier in Spanien 2008 sind selten. Jedoch werfen sie ein spektakuläres Schlaglicht auf die geheime Welt der organisierten Kriminalität. Seit Mitte der 90er Jahre in Frankreich. Das hier, das bin ich. Hier ist mein kleiner Bruder. Das sind Kolja und meine Mutter. Warum sind so wenige Kinderfotos erhalten? Wer sollte sie denn aufbewahren? Sportinternat, Kinderheim, Gefängnis. Wir hatten damals andere Sorgen als Fotos. Ich war 14 Jahre alt und wollte auf der Straße etwas zu trinken holen. Da kam eine Gruppe junger Leute daher, vielleicht 4, 5 Jahre älter als ich. Wir kamen ins Gespräch. Und damals habe ich erfahren, wie einfach es war, Geldabholer zu überfallen. Sie trugen nicht immer ihre Waffen bei sich. Die zwei Typen rissen die Tasche aus den Händen von den Geldabholern und warfen sie mir über den Zaun. Sie liefen weg. Ich natürlich auch. So begann meine Heldengeschichte in den sowjetischen Lagern.
Wenn Gott mir die Möglichkeit geben würde, noch einmal zu leben, würde ich nichts anders machen. Das Einzige, worum ich den Herrn bitten würde, ist, dass er mich in den Momenten, in denen ich außergewöhnliche Entscheidungen treffen muss, davon abhalten soll. Was heißt außergewöhnliche Entscheidungen? Wenn konkrete Gefahr droht, greife ich zur Waffe. Wie oft wurde auf Sie geschossen? Viermal haben Sie versucht, mich zu töten. Viermal. Brylov. Schau mal, wie schön das ist. Italienische Epoche. Gefallen Ihnen meine Bilder? Was sagen Sie? Das hier ist die holländische Epoche. Gehen wir weiter, ich zeige es Ihnen. Louis Vuitton. Sind Sie glücklich im Leben? Naja, Sie sehen doch, ob ich glücklich bin oder nicht. Wenn es nicht der Fall wäre, würden Sie mich dann interviewen? Alimjan Tokhtakhunov, Multimillionär. Nach dem Ende der Sowjetunion lebte er lange Zeit in Westeuropa. Geboren 1949 in Usbekistan. Abschluss der Mittelschule, dreimal verurteilt. Insgesamt 5 Jahre Gefängnis. Meine Eltern waren Ärzte von Beruf. Leider sind sie zu früh verstorben. Gott hab sie selig. Bis zu meinem 20. Lebensjahr spielte ich Fußball. Dann habe ich angefangen, Karten zu spielen. Die Löhne betrugen damals rund 100 bis 200 Rubel. Wir spielten um 50 bis 100.000 Rubel. Das waren unsere Einsätze beim Kartenspiel. Vitali Dium. Aber was ist die Russenmafia eigentlich? Was ist ihre Geschichte? Was sind ihre Strukturen? Und wo liegen die Grenzen zu legalen Geschäften? Eine Zeitreise von den Straflagern Stalins bis heute. Als die Russen kamen, haben sie hier alles aufgekauft, was möglich war. Zum Beispiel solche Häuser hier. Sie stehen eigentlich niemals zum Verkauf. Sie werden von Generation zu Generation weitergegeben. Warum ich es gekauft habe? Weil es das Abgefahrenste überhaupt ist. Churchill hat hier gewohnt, danach der ägyptische Prinz. Heute könnte mir dieses Haus 70 Millionen Euro einbringen. Nein, für mich ist es einfach eine Oase. Leonid Bilunov, geboren 1949 in der Ukraine. Aufgewachsen in einem Spezialinternat des KGB. Schulbesuch bis zur 6. Klasse. 4-mal verurteilt. Insgesamt 18 Jahre im Gefängnis. Heute Multimillionär. Lebt